Ich bin Monika Bühlmann. Ich bin seit 10 Jahren Organspendeausweisträgerin. Ich heiße Klaus Bühlmann, bin bald 73 und habe seit etwa einer Woche meinen Organspenderausweis. Bei mir war es eigentlich so, dass meine Frau vor ein paar Tage zu mir kam und hat gesagt, ich habe jetzt seit 10 Jahren den Spendeausweis. Und ich hatte immer das Gefühl, dass in meinem Alter will doch niemand mehr ein Organ von mir haben. Und ich bin dann mal ins Internet schauen und habe mich schlau gemacht und gesehen, dass durchaus da noch eine Möglichkeit besteht, auch in diesem Alter noch Organe zu spenden. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso nicht? Und seither habe ich jetzt halt auch meinen Organspendeausweis. Also, was mich so etwas verunsichert hat, eigentlich, wie ich in diesem Moment reagieren würde, wenn so irgendein plötzlicher Tod eintreten würde, wie ich. Ja, man ist dann sicher schockiert, oder? Und dann kommt noch diese Frage. Und ich glaube, ist es sehr wertvoll, wenn man das einmal einfach miteinander bespricht. Und zwar auch mit den Kindern bespricht, dass die das auch wissen. Wir kommunizieren relativ wenig über solche Themen, die die Zukunft und das Sterben und weiss nicht was alles anbelangt. Wir haben zwar viele Vorsorge-Sachen erledigt unter uns, aber miteinander das besprechen tun wir das nicht, das tun wir unter uns regeln. Wir haben ja als Senioren nicht mehr allzu viel vor uns, aber wir können etwas weitergeben und denken, wenn das ein Organ ist, das jemand brauchen kann, ist das ja eine gute Sache.